kurzes Real-Life-Video, weil einfach, damit ich mal eins für mit meinem neuen Intro hab. Was, Honey? Diesmal mit meinem Kaninchen, einem davon. Den Mädel. Sie ist ein bisschen hyperaktiv, okay, das ist schwer. Sie ist gerade in der Afrika. Hallo, Sunny! Komm doch mal, hallo. Nein, nein, nein. Die springt er nämlich gern runter. Und hier sind die Werkzeuge. Ah, geht halt schlecht. Und deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Das ist ein bisschen stressig. Ich... Das ist er? Nein, du bist es. Ah, hat sie ja schon mal genau vorgestellt. Und... Ja, wie es euch vielleicht aufgefallen ist, ich habe keine Spange mehr drin. Deswegen misste ich auch, wie man gerade gehört hat, der Mele. Ich sehe sie jetzt leider nicht. Aber... Vielleicht... Mädchen. Dieses Video wird... Oh, sie ist süß. Wird wieder mit der 3DS aufgenommen. Da sehe ich nämlich einfach, was ich gerade mache. Oh, ist die süß. Und ich muss im Wintergarten sitzen, weil es ist draußen ziemlich kalt und bei mir oben wärmer. Und so, da sie ja draußen leben, verliert sie sonst eh schnell. Oh, das hört sich so schrecklich an. Ja. Sie hat schon mit Teilchen Angst vor Vögeln. Sie leben da draußen, aber trotzdem Angst vor Vögeln. Ne? Schade, dass ihr so schon nicht sieht. Oh, sie putzt sich. Ne? Ich kann euch gerne zeigen, wie sie runterspringt. Aber ich glaube, das ist nicht so gut für sie, aber sie macht das jetzt schon so oft. Ich hoffe, man sieht's. Ui! Ja, das ist Sunny. Ich mache kurz einen Cut, damit ich die Außenkamera einschalten kann und ihr sehen könnt, wie ich sie wieder reintrage. Mädel. Und, so, zurück. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen langsam und wackelig laufe, aber die sitzt gerade auf meinem Arm, also so richtig wie so ein Papagei. Und jetzt ist er auch rutschig. Aber Sunny, du bleibst. Komm hier. Au, au. Nein, sie kommen in die Kiste. Da guckt er schon. Die ist zwar ziemlich klein, aber na, da ist Wärme wie hier draußen. Und vor allen Dingen, ich habe momentan, wie man sehen kann, nur wenig Koi. Und Strom meine ich natürlich. Und boah. Ich muss euch kurz abwenden. Weil Sally springt jetzt gerade wieder rum. Bisschen Apfel. Hier ist die Kalle, was ihr sehen könnt. Hier. Hier hockt sie und kommt gleich wieder hoch. Ich kann es euch zeigen. Willkommen. Eigentlich springt sie da jetzt hoch. Falls es jetzt noch macht. Da ist sie. Hm? Schnell wieder zu, dann springt sie nochmal hoch. Nochmal, nochmal. Ja, das ist ja Garten schon. Also in Anführungsstrichen Garten. Hier habe ich vorhin Sunny reingesetzt, weil sie jetzt schon seit gestern da drin sind. Und sie braucht viel Auslauf. Kalle darf nicht in den Schnee wegen der Verletzung. Und dann habe ich sie ja jetzt ein paar Runden rennen lassen. Beziehungsweise habe sie dann so mehr oder weniger gezogen. Die Grasfläche ist, weil da vorher die Transportbox stand. Ja, weil sonst wäre es so. Ja, sie hat kaum Bewegung da drin. Hier unser Trampolin. Ich mag's nicht. Hier das Gehege eigentlich. Geht bis nach da hinten. Aber ich glaube, dann hat sich so lange die Kaninchen weg sind. Ja. So ein
so ein Kater oder so eine Katze, keine Ahnung, was das ist. Also ob es weiblich oder männlich ist. Angenistet. Und ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Hier ist es kalt und wenn ich durchs Wohnzimmer laufe, da ist mein Bruder. Also ich würde sagen, ich mache auch mal kurz einen Cut. Und Moment, hier kann ich euch zeigen. Das sind die Werkzeuge und alles. Da wollte ich reinspringen. Ist so vorhin fast. Ja, und bis gleich. Und in meinem Zimmer, ja? Mir ist gerade ein bisschen kalt. Ich sitze gerade auf dem Bett. Deswegen Holz in der Grund. Hier schlage ich mir übrigens auch voll auf den Kopf an, wenn ich aufschiebe. Also Zimmer habe ich jetzt schon mal gesagt. Gezeigt, meine ich. Ja, ich habe jetzt. Ja, es wird, falls ihr mein Feed nicht gelesen habt, bald ein, also 100 Pro, nicht jetzt, nicht mehr, wie es vorher war, wahrscheinlich, sondern 100 Pro in, sagen wir so, 1 bis 2 Wochen, weil es hinkommt, weil ich muss mal gucken, weil ich habe ja viel Mittagsschule und mein Bruder hat jetzt noch Geburtstag und mein Opa dann. Und ja, im Übrigen habe ich auch bald, also in Anführungsstrichen bald, Geburtstag. Ja, das kam bestimmt doof. Egal. Ja, und da kommt halt in 1 bis 2 Wochen 100 Pro. Warte mal, ist das vielleicht besser? Ja, so ein bisschen. Kommt ein Special Video raus, also nicht wirklich Special, sondern so ein anderes Video. Ja. Weil jetzt ist was ganz, ganz Tolles passiert. Und das ganz, ganz Tolle würde ich euch natürlich zeigen. Und es ist nichts Privates natürlich, weil es ist YouTube und ich will eben euch nur so. Ja, es hat etwas mit dem zu tun, was ich hier auf YouTube stelle. Nein, es hat nichts mit irgendeinem Video von mir zu tun. Es hat. Ich bin schlecht in sowas, ich weiß. Dazu kommt ja auch noch, dass ich liftbleibe in diesem scheiß Dings da. Das man wahrscheinlich eh nicht sieht. Hm. Doch hier, es glänzt ja so brutal hier. Vor allen Dingen, das ist dieses Plastikteil. Ja, so. Also freue ich schon mal drauf. Oder freue ich nicht drauf. Und ja, ich hoffe, euch gefällt das Video. Und das besondere Video, wo bald kommt. Selina, wehe! Wehe, du postest es in die Kommentare, was es für ein Video sein wird. Aber ja, wie schon gesagt, gestern in Skype, obwohl ich sie eigentlich gar nicht sagen wollte. Ich habe sie gefragt, willst du es als Überraschung? Oder soll ich es dir gleich sagen? Und sie hat gleich gesagt, nein, nein, ich muss eigentlich als Überraschung für jeden machen. Ich verblabber mich immer wirklich schnell. Und ich kann sowas auch nicht für mich behalten, wenn was ganz Tolles passiert. Ich kann es ja für mich behalten. Außer es ist ein Geheimnis. Und dann kann ich es ja für mich behalten. Ja. Ich glaube, das Video ist dann. Ich muss immer so gucken. Ich glaube, das Video wäre dann. Gott, meine Haare sind viel zu lang. Ich wollte es eigentlich so kurz. Aber na. Jetzt muss ich bald doch wieder zum Friseur, obwohl ich erst vorletzte Woche war. Ich will es so kurz haben. Schon wieder was anderes. Drei Tage nach dem Öffnen verzehren. Also bis 3 Tage nach dem Öffnen leer trinken. Und die sind schon 2 Wochen hier. Deswegen trinke ich sie nicht mehr.
Ja, ich laber zu viel. Ich wollte noch irgendwas sagen, nur mir fällt es jetzt eben nicht mehr ein. Okay, das ist doof. Also würde ich sagen, lassen wir es dabei und freut euch auf das Special-Video. Sehen meine Haare fettig aus? Hoffentlich nicht so arg wie ich sie jetzt gerade sehe, weil ich habe erst heute geduscht und ja, sie dürfen eigentlich gleich fertig sein. Das war der Abschluss.